Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast 144. Wir haben nochmal den Terraner aus den letzten Matches, beziehungsweise Brodos, je nachdem eben was er gerade spielt. Und dieses Mal wieder in einem Mirror Matchup, aber eben als Terraner. Wir haben hier auf der rechten Seite Goody. Und der spielt gegen eben einen Terraner hier in Türkis. Ebenfalls ein deutscher Spieler, den hatten wir auch schon, glaube ich, um die Replaycast 116, 17, sowas. Da müsste der vorgekommen sein. Das hier ist Fenris. Und die beiden spielen hier oder tragen dieses Match aus im Rahmen der WCG Germany 2005. Ist also schon ein ganzes Stück her, dieses Replay. Ist ein TVT, das heißt, es kann hier schön gemeckt werden auf beiden Seiten. Und die Karte, die wir haben, das ist Paranoid Android. Das ist eine recht interessante Karte, wie man auch sieht. Die beiden sind hier sehr, sehr nah per Luft. Und die Karte ist eine Splitmap-Karte. Also man kann hier so eine Diagonale ziehen. Und dann ist die Karte schon zwei Hälften geteilt. Es gibt da also für jeden gleich viele Basen, bis auf eine. Es gibt hier unten eine Kombi-Basis. Und die kann dann ein Spieler nehmen und der hat dann den Economy-Vorteil am Ende, wenn wir ins absolute Late-Game kommen. Mal sehen, wie weit das überhaupt geht. Und wir beginnen natürlich erstmal mit Barracks und Gas. Man könnte theoretisch auch auf diesem Barracks einfach rüberfliegen. Die Distanz ist wirklich nicht weit und da drüben dann Einheiten produzieren. Problem ist natürlich, der Gegner kann das A auch und B sieht er das vorher. Ja, wir sehen hier STV-Scout unterwegs von Fenris. Es gibt hier eine kleine Brücke als Erstübergang. Es gibt dahinter noch eine größere Brücke für diese Karte. Mal sehen, wie die beiden sich hier weiterentwickeln werden. Also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass es hier auf Mech gehen wird, weil Bio im TVT ist in Brood War nicht wirklich üblich, war es auch damals nicht wirklich. Man hat natürlich am Anfang ein paar Einheiten, die man bauen muss, bis eben der Mech-Ball soweit steht. Aber wir sehen beide Factories, beide auch schön noch am Mirrorn hier. Beide haben gleiche SCV-Anzahl, gleiche BO soweit. Und wir sehen, das SCV hier von Fenris wird angegangen von Marine. Und kann da auch nicht länger bleiben, zieht sich hier zurück. Der Marine wird dann einfach hier die Rampe bewachen. Und da sieht man eben den Barracks-Tausch. Beide fliegen in die gegnerische Basis. Wie gesagt, das macht diese Karte sehr, sehr einfach möglich, weil die Distanz wirklich nicht viel ist. Und ja, die Frage ist, landet das Ding oder nicht? Ich schätze mal eher nicht, weil eben beide den ersten Marine draußen haben. Es wird dann eher auf Scouting gehen. Aber bis der eine Marine natürlich auch eine Barracks-Route kriegt, das dauert. Entschuldigung, ich habe gerade aus Versehen... Das müssen wir drücken. Falscher Hotkey. Hotkey für Speed-Up. Eigentlich wollte ich diesen Hotkey. Immer sieht man die Barracks. 5 Schaden pro Schuss. Dauert also. Aber wir haben jetzt auch durch die Speed-Up-Phase gerade nicht so passt. Die beiden haben ihre erste Factory ready. Bauen eine zweite Factory. Und da sieht man eben, der Max-Style ist auf dem Weg. Und tatsächlich, das Landen hier von Fenris, das ist nur dazu da, damit das die Factory hier kein Add-on bauen kann. Aber die, ja okay, schafft das jetzt trotzdem, da kommt der Lift wieder und hat sich das Thema wieder erledigt. Es wird aber kurz ausgeholfen, die Barracks zu attackieren. Und es dauert lange, wie man sieht, die Barracks hier auch hier nervt mit dem Addon. Das beide machen den gleichen Spaß. Aber man sieht dann sofort, sobald die Barracks hier ihre Pfeile dran hat, die Factory, sobald sie es leuchten anfängt, dann weiß man, das Ding produziert sowieso. Das heißt, da kommt gerade gar kein Addon. Natürlich, das kann auch ein Fake sein, weil man einfach eine Einheit andrückt und danach die Einheit cancelt und das Addon trotzdem stellt. Aber aktuell hier die beiden, ja, tun nicht wirklich viel. Wir sehen aber eine schnelle Armory hier von Goody. Das kann für schnelle Goliath sein, für schnelles Upgrade. Und hier gibt es mal die erste Action, denn zwei Vultures wollen hier rein in die Basis von Goody. Oh, kommen hier auch rein. Snipe easy den Marine. Und Goody hat hier nur einen einzigen Vulture. Jetzt gibt es ein paar tote SCVs. Zwei Vultures reichen, um easy SCVs zu snipen. Und man sieht, das erste und zweite gehen bereits down. Die Vultures haben jetzt hier jede Menge Spaß. Da kommt man es mal dazu. Trotzdem, dritter Kill wird stattfinden. Vielleicht noch ein vierten. Ja, vierter SCV-Kill, fünfter SCV-Kill. Das war wirklich schmerzhaft für Goodies Economy. Also, schöne Runby hier von Fenris. Hat da auch gescoutet, dass die Verteidigung von Goody nicht wirklich gut ist. Und ist da sofort reingelaufen. Er hat das ausgenutzt. Goody geht sofort hier auf Gold jetzt tatsächlich. Mit auch Range Upgrade mit den Charon Boosters. Währenddessen, die ersten haben beide natürlich den ersten Panzer draußen. Ist ein TVT wichtig, natürlich der Goliath kann auch aushelfen, diese Barracks zu snipen. Hat richtig fetten Anti-Air-Damage. Die Anti-Air-DPS von Goliath ist wirklich krass. Haben zwar noch kein Range-Upgrade, aber man sieht, die Barracks ist sowieso so langsam, da hat die Goliath kein Problem, das Ding runterzuholen. Und die Barracks wird hier nicht lebend davon kommen. Man sieht, die einen anderen Mech-Einheiten laufen auch noch fröhlich mit. Aber da, auf Wiedersehen, Barracks.
von Fenris und die Barracks von Goody hat auch nicht mehr viele Points, die brennt jetzt eh schon. Die wird auch irgendwann ein Ende finden, dauert noch ein bisschen länger, aber ja, wird hier nicht lebend rauskommen aus der Situation. Ich glaube nicht, dass Goody da ein SCV rüberschmuggeln kann, um das Ding zu reparieren. Währenddessen hier, erster Panzer ist bei beiden mit am Start. Natürlich beide denken auch irgendwann ans Expandieren. Goody hatte schon das SCV da unten und auch bei Fenris hier SCVs in der Nähe. Da ist das die Karte ein bisschen anders, weil eben andere Seiten da sind, aber man sieht, es ist hier bisher eine sehr, sehr gespiegelte Situation mit der Basis nach unten, aus der Rampe raus. Das haben beide hier in etwa. Die Formen sind ein bisschen anders, aber auch hier der Blocker und danach geht es in die dritte Basis. Und wir haben hier mal kurz von Fenris wieder ein Vulture, das durchfahren wollte, aber nein, die Reinforcement-Einheiten von Goody sind da. Und beide haben jetzt ihre Factories am Start. Wir sehen bei Goody Doppel Addon hier, Doppel Machine Shop. Und auch bei Fenris kommt es zum Doppel Machine Shop. Er hat zuvor noch einiges an Einheiten so gebaut. Und beide jetzt hier auch mit der Expansion unterwegs. Das heißt, wir gehen schon mal in zwei Basen. One-Base-Phase überstanden. Und jetzt haben wir eben die Situation, wo es sehr, sehr schwierig ist, den Gegner zu brechen. Denn jetzt werden Panzer aufgestellt. Und wenn die Panzer mal alle da sind, dann ja, ist die Sache sowieso viel schwieriger, da mal rein zu pushen. Und da sieht man in der Scout, das ist die Basis, von der ich gesprochen habe. Die ist, ja, zugänglich von beiden Öffnungen hier. Beide kommen da rein. Und das ist die Frage, wer diese Basis am Ende hat, auf dieser Map, hat dann einfach mehr Basen, weil man hat hier drei, ich glaube es sind drei Basen, vielleicht noch eine vierte irgendwo, aber viel ist es nicht, es sind jetzt keine übermäßig großen Karten. Ja, das sind hier, der Vulture von Goody schleicht sich gerade durchs Gebiet und möchte mal ran an die Natural seines Gegners, kann die zumindest scouten, verhindern würde ich sie nicht können, denn das sind Einheiten da und auf Wiedersehen Vulture. Trotzdem mal schön durchgescout und damit haben wir auch mal den Großteil der Karte aufgedeckt. Dank Goody. Das ist schön, dass man eben das Ding hier alles sieht. Ja, wir sehen mehr Panzer in Produktion bei Goody, wir sehen mehr Vultures in Produktion bei Fenris und bei beiden natürlich die Natural ist fertiggestellt. Das heißt, jetzt kann es an zwei Base Economy gehen. Fenris nimmt sofort sein zweites Gas tatsächlich, obwohl er schon sehr viel Gas hat. Aber da kommen auch die SCVs mit dazu. Und damit wird jetzt hier fleißig gemeint. Und natürlich die Position hier wird gehalten. Die kleine Brücke, keine Chance, dass man hier rüberkommt. Da kriegt man das Sperrfeuer von drei Panzern. Zudem sind dann noch zwei Minen. Das SCV blockt auch. Und hier unten soll es dann auch abgesichert werden. Man sieht, die Brücke ist wesentlich, wesentlich größer. Das ist eine Dreifachbrücke sogar. Anstatt eine doppelte. Wir haben hier drüben, ja, in Action Scout. Nämlich hier fliegt wieder eine Barracks rüber. Die Barracks von Fenris. Und Goody hat sein Engineering Bay rübergeschickt. Hat einfach schon die ersten Missile Turrets gebaut, damit eben kein weiteres Scout hier stattfindet. Und die eBay wird auch gleich beschossen von den ersten Goliaths. Man möchte natürlich nicht konstant überwacht werden. Daher einfach Goliaths ranschicken, die kümmern sich drum. Und beide gerade komplett in der Aufbauphase. So, musste kurz was überprüfen, aber alles passt. Und ja, wir sehen Goliaths unterwegs. Die Frage ist, kann hier nochmal gutes Goliath Harassment stattfinden? Vulture Harassment stattfinden? Wir haben hier schon mal ein paar tote SVs von Goody, weil die gerade unvorsichtig ausgesendet werden. Zwei sind jetzt hier gestorben und der Vulture möchte noch weiter rein in die Natural. Das ist natürlich hinten ein schöner Eingang. Ja, aber der wird gesniped, der kriegt keinen weiteren Kill. Hier wurde eine Mine bisher gesetzt. Und wir sehen die Gebäude, die hier durch die Gegend fliegen. Das eBay angeschossen, kann aber gesaved werden von Goody, wenn er ein bisschen drauf aufpasst. Das kann er reparieren. Und mit der Barracks scoutet hier die Panzer ab. Und das eBay von Fenris ist auch völlig am Durchscouten. Also beide hier unterwegs. Wir sind hier. Die Minen plus die Vultures werden angegangen. Da kam der Repair. Das heißt, die Mine eingeschlagen in die armen Goliaths. Wird aber hochrepariert von Goody. Kümmert sich da drum. Und auch hier abgedeckt. Minen hier oben. Vulture hier. Also Fenris blockt hier schön die ganzen Basen. Das hier ist eine reine Mineral Base, wenn ich das richtig sehe. Hier unten ist die dritte Basis. Und eben dann die vierte ist nur die hier. Also es ist wirklich nicht viel an Basen, was die beiden hier haben. Wir sehen auch schon, die dritte wird genommen von Fenris. Sehr, sehr schnell ist er damit dabei. Holt sich hier plus 1 Attack, das Goliath Range Upgrade. Goody versucht hier mal ein bisschen weiter vorwärts zu pushen. Das sind laute Minen. Und die Mine, okay, hat wieder Goliath getroffen. Runter auf einen einzigen Point. Das ist halt die 1 Rüstung, die er hat, gegen die 125 Damage der Mine. Das heißt, er überlebt wirklich einen Hit mit dem letzten Hitpoint. Gerade so, dass er das überlebt. Währenddessen hier die Barracks von Goody wird angeschossen vom Missile Turret. Sein eBay ist runtergebrannt, wenn ich das... Nein, es brennt noch. Goody, kannst du mal bitte den eBay reparieren? Wäre ganz schön. Ja, das haben wir unten mehr Beef. Die Minen wurden geklärt soweit. Und der Goliath hier gewinnt den Fight mit dem Vulture. Goody räumt den Weg zu seiner dritten Basis. Weil hier unten haben wir noch weitere Goliaths, weitere Vultures, weitere Minen. Weitere Mine. Einzahl. Und Goody klärt jetzt mal seine ganze Kartenhälfte hier. Damit da mal alles weg ist.
Ja, hier unten ist ein bisschen schwierig am Kartenrand die Sache zu absorben, aber ansonsten beide pumpen einfach weiter Einheiten, weiter SCVs, dritte Basis kommt auch für Goody und wir sehen da schon einen, ouch, Mine, hat die getroffen? Nein, hat nicht getroffen und die Vultures hier können nicht wirklich viel anrichten, Goody pusht das hier zurück und eBay, auf Wiedersehen, Goody hat keinen Bock dich zu reparieren, tut mir sehr leid, damit kann Goody auch keine Missile Turrets mehr bauen, in 5, 4, 3, 2, 1, puff! Goody hat immer die vierte Basis abgecheckt und auch gleich mal einen Panzer stationiert. Also in die wichtige Position, wer die Basis hier hat, hat eben dann mehr Economy. Goody versucht das hier mit einem Panzer, aber ein Panzer ist halt wirklich nicht viel. Und ja, da geht's auch schon los, die Einheiten von Fenris kommen und Goody hat seine ganze Army ein bisschen weiter hinten. Also dieser Panzer wird einfach easy sterben. Goody versucht das selber ran zu pushen, das sind zwei Panzer gegen drei. Support-Einheiten sind mehr da gerade für Fenris und beide siegen jetzt natürlich diese Basis ab. Wie man sieht, die ist sehr wichtig, beide wollen die haben und beiden geht's hier darum, die Basis zu erkämpfen. Und wir haben auch die erste... Ist der Missile-Turret hier schon wieder am Schrauben für Fenris. Und der hat auch hier schon einen ziemlich guten defensiven Ring aufgebaut. Bei Goody sieht das alles noch sehr, sehr fahrig aus. Der ist da sehr lax, was das angeht. Denkt sich, jo, du greifst sowieso nicht an, du stehst eh defensiv und pokert da drauf ein bisschen. Weil da könnte Fenris auch easy rüber pushen und sich hier stationieren. Und Goody könnte nicht viel dagegen tun. Er hat zwar selber viele Panzer, viele Einheiten, jetzt auch Dropships mit dabei. Aber momentan die Position gehört eher Fenris. Der deckt hier schön die Hälfte seiner Karte ab. Man sieht hier auch Starport kommt. Command Center kommt ein viertes bereits mit dazu. Das heißt, diese Mineral Base wird auch von Fenris genommen. Ja, das sind Goody dann jetzt seine eigene dritte. Und economy-technisch, da ist Fenris immer noch vorne. Man sieht eben, die schnellere dritte Basis hat sich da schon bemerkbar gemacht. Getradet haben die beiden noch nicht sonderlich viel. Wir sehen auch die Starports jetzt hier. Mal sehen, vielleicht sind wir noch BCs. Ist in diesem Match natürlich auch durchaus drin. Dass man hochdeckt auf Battlecruiser. Ja, dessen sammeln sich die Amis mehr und mehr im Süden, wie man sieht. Aber bei Goody ist hier noch nicht ganz sicher. Er könnte auch mal noch einen Drop starten. Er hat natürlich das Dropship. Nein, stattdessen. Hier, okay, hier wurde gedroppt, aber die Panzer einfach auch mal. Also Goody möchte wirklich nicht seine Brücke halten, sondern Goody möchte einfach nur seine dritte Basis defenden. Das ist eine interessante Station, die hier einnimmt. Naja, seine Bulks zahlt dafür mit dem Leben. Goodys kleiner Truppe unten wird dann einfach mutig gesandwiched. Denn Fenris kann jetzt easy von beiden Seiten angreifen. Nicht sicher, ob das sinnvoll ist von Goody. Ich meine, die Panzer oben auf Michael, das ist okay, der hat den Highground-Vorteil. Aber das Problem ist trotzdem, dass er jetzt hier keine Einheiten durchstehen kann. Das wird gerade alles abgecampt von Fenris. Und da kommt Goody dann nicht wirklich ran. Ja, und das sieht man auch, Fenris macht sich hier auf dem Weg, diese Panzer von Goody zu crushen. Das ist nicht schön für Goody. Da verliert er mehrere Einheiten. Die Panzer hier sind zwar gesiegt, schon mal noch einiges in der Match. Aber man sieht, da kommt von beiden Seiten Goliath von beiden Seiten. Kommen hier Einheiten. Damit Goody wird hier einfach abgeräumt. Und Fenris kann damit easy die vierte Basis nehmen. Das tut er ja auch direkt. Gönnt sich hier Basis Nummer 4. Goody hingegen bunkert seine Basis Nummer 3 ein und versucht es jetzt einfach vermutlich mit Trades irgendwie hinzukriegen. Trotzdem keine gute Ausgangslage hier für Goody. Weil Fenris einfach jetzt mit einer viel besseren Economy dasteht. Wo man auch sieht, jetzt die beiden geraten ein bisschen Overmans. Beide sind nicht die Könige der APMs. Und wir haben von Fenris ja die Control Tower an mehreren Starports. Ist hier bereits eine Science Facility mit Physiklabor. Ich sehe eine Science Facility und die baut gerade ein Physiklabor. Wunderbar. Das heißt, da geht es Richtung PCs für Fenris. Der nutzt seine starke Economy, um auf die Ultra-Late-Game-Units zu gehen. Währenddessen ist Goody nur am Mac-Pokern. Natürlich, Goody kann auch gegen PCs fighten. Das ist nicht unmöglich. Die Waffe namens Goliath ist mega, mega stark gegen PCs. Vor allem mit Range-Upgrade und auf offenen Flächen. Und hier gibt es eine dicke offene Fläche. Währenddessen Goody hat hier. Sind die geladen? Die sind beladen. Hier ist ein richtig dicker Drop von Goody. 5 Dropships voll mit Einheiten. Machen sich auf den Weg auf die Brücke. Aber da sind mehrere Goliaths, das ist gefährlich für Goody. Trotzdem doch, er kommt an den Einheiten vorbei. Gibt es mir ein paar Goliath-Shots, aber die Einheiten sind an der dritten Basis. Goody möchte die dritte hier crushen. SCVs werden direkt mit reingeladen. Goody, da lädt er hier aus auf dem Highground. Also er will wirklich den Highground haben. Und ja, da kommt auch der Siege. Die Goliaths snipen den ganzen SCVs aus. Die Panzer, nein, Panzer waren noch nicht gesieged. Das heißt, Goody momentan hier an Siege, doch ein Panzer ist gesieged. Zwei Panzer sind gesieged. Also ein paar Panzer hauen jetzt hier von oben runter auf den Lowground. Und die Goliaths hier kommen nicht wirklich hoch. Goody versucht, so viele SCVs möglich zu killen. So viele Einheiten möglich zu killen, aber er wird hier immer noch von zwei Seiten angegangen, trotzdem ein paar Panzer von ihm leben noch. Und Fenris, ja, er nimmt selber sehr viel Schaden da dran natürlich, hat viele SCVs jetzt verloren. Für die ganze dritte Basis wurde er einmal abgeräumt, den Panzer schießen natürlich immer fröhlich durch die Gegend. Also das war ein schöner Move von Goody. Kostet ihn zwar einiges an Einheiten, aber auch Fenris leidet hier ziemlich, was die Economy betrifft. Ja, der Panzer schießen auch noch hier runter, also da hat Goody, ja, momentan eine sehr, sehr schöne Fight-Position. Er kriegt dann jetzt den Konsorschaden, das sind einfach zu viele Tanks. Und da wird sein eigener Panzer noch ein Schuss. Er kriegt noch eine Feindliche Panzer gesniped, aber jetzt wurden Goodys Einheiten aufgeräumt. Trotzdem, man sieht so Gleichstand, aber Bank ist ein ziemlicher Unterschied, denn Fenris
Er hat weniger Minerals als Goody, aber viel, viel mehr Gas. Und beide müssen ja erstmal noch ein bisschen nachproduzieren. Bei beiden ist das Makro gerade nicht optimal. Windows allerdings hier hat eben Basis Nummer 4 und hat immer noch hier sehr offensive Panzer stehen. Goody hat da gerade mal ein paar Shots abbekommen von diesen Tanks. Vielleicht gibt es auch nochmal was. Ja, ist ganz, ganz klar an der Range dran. Ja, da laufen die Panzer nochmal rein in ihre Dummheit. Einfach das Pathfinding von Boot War Units kann immer noch sehr, sehr speziell sein. Und Goody versucht jetzt einfach die vierte zu crushen. Hat seine ganzen Panzer hier runtergewallied. Und da ist ein einziger Siege Tank. Und das wird nicht reichen, die Verwendels. Er muss halt das Reinforcement kommen. Da sind zwei BCs mit dabei. Da sind viele Panzer in der Gegend. Trotzdem, Goody pusht jetzt hier aggressiv rein in Basis Nummer 4 von Fenders und die wird auch geliftet. Die wird hier abgerissen einmal. Trotzdem, Goody verliert auch eine Einheit dabei, möchte jetzt hier siegen. Problem ist, Goodys Anti-Air ist hier nicht so gut und da kommt gleich die ersten zwei BCs mit dran. Der eine Goliath gegen zwei BCs, der Goliath ist mega verletzt. Das heißt, da wird Goody die Position nicht halten können, da wird er einfach surrounded. Man sieht hier, Fenders ist schon auf dem Weg hier in den Süden, möchte diese Basis wieder abbrennen oder sogar auf Goodys dritte. Da waren SCVs gezogen, Fenders möchte hoch den Highground, Goody zieht hier die SCVs. Und opfert jetzt selber seine eigenen SCVs, um seine dritte Basis hier zu safen. Gelingt ihm allerdings. Die dritte Basis wird hier erstmal abgewehrt. Der Push auf die dritte Basis. Trotzdem, BCs sind unterwegs. Goody steht hier mit seinen eigenen Panzern, versucht hier einen Commander zu nehmen. Ist aber da schon quasi isoliert hier. Also er steht hier umzingelt von Fenris-Einheiten. Und der pusht einfach weiter Richtung Natural. Goodys Army Supply sieht da noch nicht so wirklich gewappnet aus. Er braucht mehr Goliaths. Er baut jetzt auch eine Runde Goliaths, aber momentan geht's hier Richtung seine Natural mit dem Panzer, mit den PCs. Goody scannt mal völlig durch, beide könnte ich scannen wie bescheuert. Und jetzt wird Goody auch hier belagert, da kommt einfach ein Scan und dann auch wieder seine SCVs. Und die Panzer schießen einfach auch hier auf den Highground. Goody ist Supply Block, hat die ganzen Supply Depots verloren. Jetzt hier kommen die Goliaths mit dran, versuchen die PCs wegzutreiben. Aber Goody hat hier große Probleme in dieser Position. Leidet da ziemlich, hat auch viele Ressourcen. Versucht jetzt hier irgendwie mit den Dropships einen vernünftigen Fight hinzukriegen. Sind die Dropships wieder geladen? Ja, mit Panzern. Weil es teilweise nicht alle sind geladen. Ja, wir sind halt drei BCs und das ist gefährlich. Die machen auch noch gute Support-Einheiten hier für die ganzen Panzer. Und Goody wird an der dritten Basis belagert. Das Missile Turret gibt hier alles, macht auch einiges an Damage auf einem Battlecruiser tatsächlich. Und Goody jetzt düst die hier ran mit seinen Dropships. Aber die Panzer haben Unseached und gehen weiter rein Richtung Natural. Hier trotzdem Goody, jetzt kommen wir dazu. Die BCs waren jetzt hier angegangen, die dritte Basis von Goody leidet hier ziemlich. Sie lebt noch, aber da kommt jetzt hier der Drop quer rein in die ganzen gesiegten Tanks. Kann hier Goody die ganze Sache clearen. Seine Goody jetzt ballen wie bescheuert auf die BCs. BC 1 ist down, BC 2 wird hier auch down gehen. Aber die Panzer räumen hier ziemlich fett die Einheiten von Goody ab. Nein, BC 2 bleibt sogar am Leben. Der BC überlebt das hier, die Goliaths wurden dezimiert und jetzt ist Goody plötzlich 50 Supply down. Und das sieht überhaupt nicht mehr gut für ihn aus. Er hat noch jetzt hier die vierte Basis genommen. Aber was bringt das ihm hier? Er hat noch keine SCVs hier am Minen. Und währenddessen verliert er sowohl die Natural als auch die dritte Basis. Die dritte Basis wird nochmal repaired von vielen SCVs. Aber da kommt mehr Einheiten nach, gerade von Fenris. Die laufen einfach rüber. Und jetzt auch noch, ja, einmal die Yamato kennen und das Command Center ist mega low. Liftet jetzt hier, damit der Panzer nicht drauf schießen kann. Der Repair ist noch da. Aber das Command Center lebt noch gerade so. Irgendwie, Goody hält sein Command Center leben, aber jetzt sind keine SCVs mehr da. Das heißt, das könnte runterbrennen unter Umständen. Und auch die Netzwerk steht jetzt hier voll unter Feuer. Viele Panzer dran. Fenris macht den guten Job. Hat jetzt auch seine Bank wieder ein bisschen in den Griff bekommen und hat hier halt so viel mehr Supply als Goody. Goody hat nochmal eine kleine Army auf dem Highground hier, mit der er runterpushen möchte. Aber es sind noch so viele Panzer gerade von Fenris und immer noch vier BCs am Schatten. Da geht die Natural down. Wenn das die dritte Basis, ich habe sie noch im Blick, die brennt immer noch unter 100 Hitpoints. Das heißt, das wird auch knapp, ob die das überlebt. Und dann ist Goody so ziemlich runter auf der 2-Base-1-Base, weil die vierte Basis hier meint sowieso kaum. Ja, Goody hat hier nochmal die Panzer auf Micro und die traden nochmal so gut es geht, aber da kommt einfach Army von allen Seiten und Fenris rollt da auch hier drüber. Okay, das Command Center wird nochmal repariert von Goody, aber da ist so viel Fenris Army drumherum, das wird das trotzdem nicht überleben. Und damit Goody hat nur noch zwei Command Center, nur noch eine aktive Basis. Die Goody hat jetzt gehen, snipe nochmal ein PC hier. Von den dreien, die jetzt hier noch fehlt, die noch rumgestanden sind. Jetzt sind es noch drei, jetzt sind es noch zwei. Aber es sind dann so viele Panzer, so viel Ground Army übrig gerade für Fenris. Das sieht nicht gut aus für Goody. Und die Army geht jetzt rein in Goodys vierte Basis und die neue Basis. Die letzte Basis, die Goody hier noch wirklich hat. Mainbase natürlich ist nicht mehr wirklich gut verfügbar. Goody hat noch viele Ressourcen, hat noch viele Minerals auf der Bank und versucht jetzt hier mit dem Panzer nochmal zu fighten. Aber da ist zu viel von Fenris. Auf Wiedersehen, Goodys Panzer und auf Wiedersehen, Nexus Command Center. Und da rollt Fenris einfach drüber und damit Goody jetzt hier einfach eine nahezu aussichtslose Situation. Kann ich vielleicht ein paar Reinforcement-Einheiten abgrasen, aber kriegt da schon wieder sehr viele Panzershots. Gesiegte Tanks stehen hier bereits. Das ist nicht schön für Goody. Er versucht da trotzdem drüber zu pushen über diese Einheiten. Macht auch ein bisschen guten Job. Die Goody jetzt helfen hier gut aus. Abbildsituation. Goody hat plus 1. Fenris hat auch plus 1. Aber Fenris geht gerade auf 1-1. Bis ist es schon 2-2. Ja, es ist 2-2 für seine BCs. Das heißt, die BCs werden richtig stark. Und hier drüben, ja, die Basis wurde bereits abgeräumt von Goody.
Patrice hat bereits sein eigenes Komatsu-Dich und möchte das wieder landen. Goody hat hier nochmal irgendwie die Position zurückerkämpft. Problem ist, hier stehen immer noch Panzer. Da hat Goody auch den Blick drüber, gerade mit den eigenen Dropships, und die Goliaths könnten da hinlaufen. Natural wird nochmal neu genommen, aber trotzdem, Goodys Income ist quasi null die ganze Zeit gewesen. Er hat nur noch Gas-Income. Er hat zwar noch die Mineral Bank, aber das sieht halt echt nicht gut aus für den Terraner hier. Ah, Goody. Also da muss Fenris jetzt sich schon grobe Schnitze leisten, wenn er das Spiel jetzt hier noch aus der Hand gibt. Wir haben hier eine ordentliche BC-Army. Drei Stück und, vier Stück. Wir haben nochmal drei gebaut. Das sind sieben BCs dann. Die Upgrades sind gut für die BCs. Es kommt plus drei Attack mit dazu. Fenris auch hier noch mit der schönen Defense in der Mainbase mit Panzer, Missile Turrets. Und auch hier immer noch mit Missile Turrets, Minen, Panzer. Also er ist wahnsinnig gut aufgestellt. Bei Goody sieht man hingegen sehr, sehr große gähnende Leere ist sein Gebiet geworden, weil einfach alle Gebäude abgerissen wurden. Und ich denke, mit einem nächsten großen Push von Fenris wird er da einfach drüber rollen über Goody. Wobei die Army hier alleine wird nicht reichen. Selbst mit BCs nicht. Das ist ein bisschen zu wenig. Gesiegte Panzer sind immer noch sehr mächtig. Und Goody lässt noch mehr Panzer vom Band rollen. Also da muss Fenris wirklich auf seine ganzen Battlecruiser warten, damit er hier Goody nochmal crushen kann. Goody hatte nämlich sehr viele Goliaths immer rumstehen. Das ist eine ganze Kontrollgruppe voll mit Goliaths. Und da kommt der Push ran, da ist Fenris wieder unterwegs und Goody setzt sich in Bewegung, um das hier nochmal zu bekämpfen. Reicht das jetzt? Die Frage, hier sind nur gerade Vultures, da kommen jetzt ein paar Panzer mit nach. Und die Goliaths wollen hier an die BCs, BCs fliegen eigentlich rein Richtung Mainbase. Snipen da mal die ersten Goliaths, ja jetzt geht's ran an die BCs, wir fokussen die mal. Mal sehen, die nehmen ordentlich Damage. Haben aber gute Upgrades, wie man sieht. Das 2-2 verhindert hier Schlimmeres, also gerade das zweite Armor Upgrade. Damit die BCs bei 5 Rüstung gegen den Goliath Anti-Damage von 24. Das negiert schon einiges, also da ein Fünftel vom Schaden quasi weg. Das ist gar nicht mal so schäbig. Trotzdem, es kommt eher plus 3 Attack als plus 3 Missile. Als plus 3 Plating. Plus 3, ja, Vehicle Plating. Damit die BCs mal natürlich auch ordentlich Damage. 25 plus 6. Und danach 25 plus 8 normalerweise. Der maximale Damage der BCs. Und er hat hier nochmal den Fight hier irgendwie geholt und versucht eine dritte Basis zu nehmen. Aber Fenris nähert sich hier mit großen Schritten dem Maxout. Hat hier sehr viel Army von allen Seiten und ich denke, er wird einfach jetzt von allen Seiten auf Goody drauf crushen. Und das ist Goodys letzte Army. Wenn die fällt, hat Goody einfach nichts mehr und Fenris, ja, da kommt der Move. Sieht sehr, sehr schön aus, wie sich die ganze Army hier in Bewegung setzt. Fenris will von allen Seiten hier drauf. Ist er von mehreren Seiten hier drauf. Da kommen die VCs, da kommen die Panzer. Und jetzt hier wird Goody in den Mangel genommen. Goody hat hier, ja, einfach bei weitem nicht so viel der Vorteil für Fenris. Ist viel zu krass, wie man sieht. Die VCs kümmern sich problemlos um die ganzen Goliaths, um die ganzen Panzer. Und da hat Goody nichts mehr im Weg runter auf unter 40 Supply. Und da muss eigentlich das Fiji kommen, das wird auf Goody einsehen, da kann er nicht mehr gewinnen. Auch wenn er gerade Doppel-Expansion baut, er kriegt einfach niemals genügend Army aufs Feld rechtzeitig, um diesen Fiji-Train hier aufzuhalten. Dann das rollt jetzt hier einfach über ihn drüber, da lief Goody einfach das Game. Damit geht dieses TVT in 23 Minuten an Fenris. Ja, wie man gesehen hat, 2005 und die beiden Chill-Terraner sind im Makro jetzt nicht so stark unterwegs, aber liefern sich eine kleine Mech-Schlacht hier auf einer recht interessanten Karte, die, glaube ich, gar nicht viel gespielt wurde. Paranoid Android ist, glaube ich, nicht so oft gespielt worden. War, glaube ich, eine reine WCG-Karte. Weil World Cyber Games waren gerne dafür bekannt, neue und auch manchmal ein bisschen komische Karten in den Map-Pool zu bringen. Aber nur für seine eigene Turniere. Daher gibt es immer so interessante Sachen über die WCG-Replays hier. Ja, das war Replaycast 144. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses TVT. Ich glaube, jetzt haben wir von Goody so ziemlich alle Matchups durch. Wir haben TVP, PVT, TVT... Haben wir PvP? PvP mit, glaube ich, auch ein PvZ. Und TvZ. Ich glaube, wir haben alle Goody Matchups durch. Aber ich schaue nochmal nach und falls ich nochmal was Interessantes finde für von Goody, dann werde ich euch das nochmal zeigen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.